Seit den tödlichen Schüssen auf den 17-jährigen Nail und den darauffolgenden Ausschreitungen klingt das für die von Gewalt Betroffenen nach Hohn. Für die Angehörigen, die um ihren Sohn und Freund trauern, für KommunalpolitikerInnen, die sich landesweit massiven Angriffen ausgesetzt sehen und für all jene, die sich momentan nicht mehr auf die Straße trauen in Frankreich. Auch wenn die Wut und Trauer um die tödlichen Schüsse nachvollziehbar sind, die massive und rücksichtslose Gewalt, die Zerstörungswut und der Hass sind es auf keinen Fall, das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Und die AfD fragt heute, wie wir das in Deutschland verhindern können. Das tut sie natürlich nicht aus Sorge oder weil ihr Fraternität am Herzen liegt, sondern weil sie sich mit rassistischen Klischees und einer angeblichen Überfremdung inszenieren möchte. Dazu passt, dass Leute aus ihrem Umfeld Videos und Beiträge posten, die gar nicht aus Frankreich stammen, einfach nur um die Stimmung anzuheizen. Rechtsextreme zeichnen damit bewusst apokalyptische Bilder über vermeintliche Parallelgesellschaften. Wir sehen wieder andere Religion, andere Herkunft, anderes Aussehen, andere Namen. Und sie ziehen mit einer breiten Spur des Rassismus durch dieses Haus hier und durch dieses Land. Menschen, die hierzulande den Laden am Laufen halten, sind für sie Feindbilder. Sei es der Straßenbahnfahrer mit tunesischen Wurzeln, der Bauingenieur aus dem Irak oder die Ärztin mit Eltern aus der Türkei. Das sind für Sie keine Mitmenschen hier, sondern das sind Feindbilder. Aber wenn wir diese Menschen nicht auch hier hätten, dann würden wir alle, dann würden auch Sie ganz schön in die Röhre gucken. Sie wünschen sich Bilder aus Frankreich förmlich herbei für Deutschland. Sie wollen, dass es Deutschland schlecht geht, um die Demokratie und die Gesellschaft zu destabilisieren. Aber da haben Sie die Rechnung ohne uns gemacht, ohne die demokratischen Kräfte hier im Haus und im Land. Wer wirklich Lehren aus Frankreich ziehen will, ohne mit dem Finger auf die Franzosen zu zeigen, der muss sich auch mit der Realität auseinandersetzen. Und da empfehle ich ein Interview mit dem französischen Soziologen François Dubé. Der sagt dann nämlich, was die Hintergründe sind. Es ist nämlich die zweite, dritte, ja vierte Generation von EinwanderInnen. Meist Kinder und Jugendliche unter 18, Franzosen, die kaum Jobchancen haben und am häufigsten unter Polizeigewalt leiden. Sie fühlen sich abgehängt, nicht ernst genommen, nicht als Teil der Gesellschaft. Das rechtfertigt natürlich nicht die Gewalt, aber es hilft bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage des Warum. Und es zeigt für uns als Politik, dass es darum geht, Zusammenhalt zu stärken und nicht Spaltung herbeizutreiben. Und der Kollege Kuhle hat ja gerade eben schon die verschiedenen Faktoren angesprochen, die dabei wichtig sind zu beachten. Und ich möchte auf die wichtigen Faktoren für eine gelingende Integration eingehen. Dafür muss Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Jeder Mensch braucht eine chancenreiche Zukunft. Es braucht natürlich auch eine integrative Arbeit im Sozialraum und eine unterstützende politische Kultur, die nicht danach fragt, woher man kommt, sondern wo man hin will. Und daran arbeiten wir als Ampel ganz entschlossen. Mit dem Spurwechsel geben wir Geduldeten jetzt eine echte Perspektive, dauerhaft hier zu bleiben. Das gibt wirtschaftliche Unabhängigkeit und erleichtert die Integration. Unser Chancenaufenthaltsrecht haben schon 50.000 Menschen beantragt. Sie bekommen eine dauerhafte Perspektive. Das gibt Sicherheit und erleichtert die Integration. Und mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht können Menschen, die schon länger hier leben oder hierher kommen, sich aktiv demokratisch beteiligen und mitgestalten. Das stärkt die Teilhabe und erleichtert Integration. So wird Politik diesem modernen Einwanderungsland wirklich auch mal gerecht. Wir holen Menschen mit Migrationsgeschichte wirklich in die Mitte unserer Gesellschaft. Sie sind ein Teil von uns, egal ob als Straßenbahnfahrer, Bauingenieur oder Ärztin und vor allem egal, woher Sie kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Emmerich. Als nächster Redner das Wort der fraktionslose Abgeordnete Matthias Helfer.